Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Mein Name ist Bluefire und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeigen wir euch den nächsten kleinen Horrorpark. Hier geht es heute um den, um das Gruselschloss, sage ich jetzt mal, Asylum von der lieben Chrissy, die uns den Park natürlich als Parkbewerbung zugesendet hat. Und wie ihr seht, die nächste Parkbewerbung auf unserem Kanal. Ja, ich habe ein Ohr ein bisschen offen, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber so kann ich immer meine Stimme so ein bisschen regulieren, dann schreie ich auch nicht so ins Mikrofon. Deswegen sieht es vielleicht ein bisschen komisch aus. Ja, also wir sind in Asylum Horror Park. Dort gibt es natürlich wie immer eine kleine Beschreibung und die lese ich kurz mal vor. Willkommen im Asylum. Einem Indoor-Horror-Park. Der Park sollte natürlich bei Nacht besucht werden. Da es sich um ein Lost Place handelt, sind keine Gäste im Park. Im Asylum befindet sich zwei Coaster, einem Horror-Hide, eine Wasserthemenfahrt und vier Flatrides. Also das ist wirklich tatsächlich ein ganz krasser Park mit ganz vielen Attraktionen. Ich bin sehr gespannt. Dazu schreibt sie noch, ich wünsche viel Spaß beim Erkunden und über Feedback würde ich mich freuen. Hier bekommst du jetzt gleich dein Feedback von mir ab und ja, wir haben schon zwei Parktouren von Chrissy gemacht. Auch nochmal danke dafür, für die ganzen Parkbewerbungen bei uns auf dem Discord und wenn ihr euren Park natürlich auch präsentieren wollt, lassen wollt auf unserem Kanal, dann gerne folgt uns bei Discord. Unter der Rubrik Parkbewerbung könnt ihr euren Park dann einstellen. So, und ich würde sagen, wir fangen das Ganze mal an und fangen aber von vorne an. So, und zwar gibt es hier natürlich Eingänge. Hier kann man jetzt Leute tatsächlich auch reinlassen, aber hier führt auch kein Weg hin. Also, wir schauen uns das Ganze erstmal von oben an. Und zwar sieht das Ganze so aus. Also ich vermute, vieles findet in diesem Berg statt. Und das Schloss ist einfach nur so vor dem Berg gestellt. Aber ich finde, das sieht ja schon richtig klasse aus. Auch die Farben von den Lichtern, das ist schon klasse gemacht. Also wirklich. So, und dann gehen wir hier und dann stehen wir hier vor diesem kleinen Schlösschen. Die Musik im Hintergrund, die Blitze von außen, also wirklich klasse gemacht. Auch hier die Statue, die so ein bisschen Blut von sich lässt. Und ich merke gerade, die Musik ist schon wieder so laut. Ich muss die Musik mal kurz wieder hier ein bisschen... Es ist schon krass, wie laut die Musik ist. So, jetzt haben wir hier. Jetzt legen wir hier los und gehen mal rein in das gute Ding. Oh, hier führt auch noch irgendwas. Ne, hier ist einfach nur eine Höhle. Ja, da ist nichts. Schauen noch mal kurz hier lang. Ob hier noch irgendwas ist. Vielleicht haben wir ja hier irgendwas. Easter Egg-mäßiges. Ich weiß es nicht. Und wir gehen jetzt mal hier rein. Wow. Die ganzen Geräusche, die ganze Kulisse hier, das ist ja Wahnsinn. Ach, das soll ein Hotel sein wahrscheinlich, ja? Das ist kein Schloss. Asylum. Ja gut, steht auch nichts dran. Also für mich wäre das jetzt ein Hotel, weil hier so eine Rezeption ist mit Büchern und ja, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, und dann geht hier direkt schon mal ein Weg runter. Sollen wir den... Ne, die Tür ist verschlossen. Da will ich jetzt auch noch gar nicht reingucken. Das können wir nachher noch machen. Und da vor uns sehen wir schon ein Fahrgeschäft. Hier mit dem Aufzug. Genial. Wow. Und dann liegen hier halt die Stühle und so. Also... Wahnsinn. Ach, oh wow, sie hat wieder hier das Teil hingebaut. Ja, da freue ich mich schon drauf. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum da die Tür auf ist. Oh wow, beim letzten Park, ich weiß auch gerade gar nicht, ich glaube, war das Alpengaudi?
Es müsste Alpengaudi gewesen sein. Da hat sie das auch schon, dieses Fahrgeschäft, gebaut. Kann ich nur empfehlen. Müsst ihr mal reinschauen. Video findet ihr alle auf unserem Kanal. Da könnt ihr gerne auch mal ein bisschen durchstöbern. Kann ich nur empfehlen. Wir gehen jetzt tatsächlich... Nee, wir fangen doch... Nee, da vorne war ja die Türe zu. Nee, wir gehen doch hier runter. So, wir gehen jetzt hier mal runter und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Elevator. Auf jeden Fall ist da der Eingang und da der Ausgang. Ich hoffe, wir verlaufen uns hier nicht. Auf jeden Fall ist da auch jemand. Ach, krass. Jo, was ist denn hier los? Spinne. Thomas Freaks Random Blanco. Ah, haben die schon den Park präsentiert tatsächlich, ja? Okay, cool. Dann kriegen wir vielleicht auch ein Schild. Ach, und dann ist hier nochmal eine Attraktion. Ach, das ist die Floßfahrt. Wow, was ist denn hier los, ey? Aber das ist der Ausgang. Wir müssen von der anderen Seite. Alter Schwede, ey. Wow. Das ist sie, oder? Emergency Exit. Dann kommen wir wieder hier hin. Ich muss mir erstmal so ein bisschen Orientierung holen. Ah, okay. Wir sind da lang und dann hier rein. Okay, gut. Also, hier wäre dann der Eingang für... Da steht's. Conservatory. Conservatory. Und dann haben wir hier dieses Riesenrad. Wie nennt man das eigentlich? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Round the World. Round the World, okay. Aber hier auch die ganze Kulisse hier außenrum. Das ist der Wahnsinn. Wow. Schaut euch das mal an, wie viele Details hier sind. Und das ist so verrückt. Also, Chrissy, das toppt mal alles. Also, ich bin total begeistert. Auch hier, dass man das so sieht, ne? Dass man hier so im Sternenhimmel ist. Und man hier quasi draußen im Hof sein soll, ja? Das ist... Das ist schon Kunst, ehrlich. Also, wow. Bin total begeistert, ehrlich. Also, das ist Wahnsinn. Gut, wir machen mal hier die Floßfahrt. Also eine Achterbahn habe ich noch nicht gefunden. Mal sehen, wo wir sie finden. Aber hier auch mit der Kulisse. Alter. Richtig gut. Also das ist mal Horror hier. Das ist Wahnsinn. Ich weiß, ich sag's jetzt schon die ganze Zeit, aber das ist Wahnsinn. Das ist so cool, ey. So verrückt. Wir machen das Ganze mal hier auf Testfahrt und setzen uns mal in die Floßfahrt. Es soll eine Themenfahrt sein, deswegen werden wir hier nicht viel groß vorspulen. Und ja, gucken wir mal, was so passiert. Rumschwenken muss ich, ne? Wow, ey. Dieser Riesenskorpion da an der Wand. Genial.
Also ich sehe jetzt auch nicht viel. Und dann werden wir hier nass. Ach, und dann kommen wir auf die Kulisse hinzu. Okay. Und hier rechts ist ja dieses Around the World. Die Riesenmaden. So cool. Was hier los ist. Ja, grandios. Und dann sind wir schon wieder da. Also ich hätte, glaube ich, noch 5 Minuten länger fahren können. Das war wow. Also wirklich wow. Ich kann nichts anderes dazu sagen. Also das war echt Wahnsinn. Wir fliegen jetzt hier nochmal kurz durch, um uns die Szenen so ein bisschen anzugucken. Und hier, diese Kulisse hier. Das sieht man halt alles gar nicht, ne? Das ist hier mit dem Blitzen und das Licht, die Lichteffekte. Und wenn man dann hier so hinguckt, ne? Hinter die Kulissen, sieht man halt nur das. Aber das wollen wir auch nicht sehen. So, und dann ging das hier bergrunter. Und dann kommen wir hier vorne wieder raus. Ja, das sieht man alles nicht so, ne? Das war zu schnell. Dann kommen wir hier in diese Kanalisation, würde ich jetzt mal sagen. Und dann hier rein in dieses Spinnennest. Also, jetzt gleich müsste das Licht angehen. Für den Effekt. Voll gut, voll gut. Wir machen jetzt aber auch mal Licht an, um einfach mal kurz zu gucken, was hier so richtig los ist, falls wir was übersehen. Das ist so grandios. Licht aus. Wir fliegen mal weiter. Dann geht's hier nochmal runter. Und dann kommen wir hier in diese Zellen. Die ganzen Sounds auch richtig gut. Und dann sind wir auch schon wieder da. Perfekt. Perfekt, da geht's gar nicht mehr. Also, Hut ab. So, das ist der Ausgang. Wir gucken mal weiter. Und werden mal hier hochgehen. Dann den Elevator uns mal angucken. Obwohl ich hier Musik leiser gemacht habe, ist das trotzdem immer noch so laut. Das ist Wahnsinn. Aber ich lasse die Lautstärke jetzt einfach so. Ah, das ist der. Ja, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon drauf. Hallo? Ist das jetzt kein Fahrgeschäft? Das ist kein Fahrgeschäft. Oder doch?
Ist das jetzt ein Fahrgeschäft oder nicht? Egal, wir fahren jetzt damit. Setzen wir uns ein bisschen in die Mitte. Entschuldigung. Ich hoffe, das ist ein Fahrgeschäft. So gut. Wow. Ist vielleicht nur eine Rübe, ne? You can't hide. Ich weiß ja nicht, ob es noch jemanden gibt, der dieses Fahrgeschäft so optimal bauen kann wie Chrissy. Also, ich kenne keinen. Wenn ihr einen kennt, den ich mir auch so angucken könnte mit diesem Fahrgeschäft, also das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Also es gefällt mir hier richtig gut. Obwohl wir noch kein Halloween haben. Gott sei Dank. Sonst hätten wir ja noch länger warten müssen, um diesen Pack zu zeigen. Ja, dann sind wir hier wieder. Und dann fahren wir hier diesen Aufstall halt komplett hoch, okay? Einfach hoch. Dann kommt hier die Szene. Dann fahren wir da rüber. Dann sehen wir das. Dann fahren wir irgendwie hoch. Kommen wir hier raus. Ach, das ist so verrückt. Geht noch höher. Und dann. Okay. Ich weiß nicht so ganz. Oder wir fahren komplett runter. Kann auch sein. Ja, wir sind dann runtergefahren. Okay. Hier mit der Kettensäge, also das ist schon Wahnsinn. Jetzt bin ich hier vollkommen lost. Ich brauche irgendwas. Oh nein. Orientierung. Orientierung. Nein. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Komm ich hier raus? Ach, jetzt bin ich schon wieder hier. Da raus. Ah, ja, gefunden. Oh, wei, wei. Ah, richtig cool. Richtig, richtig cool. Also der Park gefällt mir schon richtig gut. Der kommt mit in die Top 10. In meine Top 10. Ist immer schwierig, so eine Top 10 zu machen. Es gibt so viele. Was haben wir denn hier drin? Das geht hier runter auch noch weiter, ne? Benutzername, Badge. Alle rasten aus. Bummi, Rillenfurz, Leander. Okay. Warum sind die ganzen Namen hier? Schreibt's mir mal gerne in die Kommentare, warum hier die ganzen Namen stehen. Haben die hier mitgemacht? Electric Shock. Electric Shock. Mal gucken, was uns hier erwartet. Eine Achterbahn. Jo, würde ich sagen, fahren wir mal das gute Ding. Wir machen aber Frontseat.
und Mitte. Ach, das war's schon. Okay. Aber coole Idee. Absolut. Richtig coole Idee. Dann ist hier der Ausgang. Das machen wir noch gerade hier weg. Seven Cents? Da stehen wir. Wir stehen schon drauf. Warum? Aber dankeschön. Das ist einfach nur ein Raum, ne? Verrückt. Es ist halt diese kleinen Details, ne? Hier ist die Kamera, die dann da auf die Leinwand das Bild drauf wirft. Richtig gut. Sensory Overload. Ach. Dann ist das Ding hier drin. Okay. Wenn es losgeht. Schauen wir mal gerade ein bisschen vor. Also das Licht, was die ganze Zeit hier durch die Wand halt flackert, kommt halt von dem Fahrgeschäft, ne? Das ist richtig cool. Das ist richtig cool. So, dann haben wir hier den Ausgang, oder? Auch nicht. Muss ich das schon wieder machen hier? Da haben wir den Ausgang. So, wo führt uns der Weg hier hin? Beardtastic und Knork. Insulation. Medication. Das ist auf jeden Fall eine Achterbahn. Iron Matty und Moonin. Ich frage mich echt, warum hier die ganzen Namen sind. Würde mich echt mal interessieren. Haben die alle schon diesen Park präsentiert? Ach, und dann haben wir hier das Fahrgeschäft. Fahren wir mal kurz mit. Ach, jetzt ist es auch noch zu Ende. Na gut, dann fahren wir nicht mit. Aber wir gucken mal, was hier... Ach! Ach so, weil hier ist nämlich der Ausgang bzw. Eingang für das Ding hier und dann fährt das Teil hier drüber. Ey, wow. Wow. Dann, wenn wir hier schon mal gerade sind, dann schauen wir uns auch mal hier das an. Da guckt uns was an. Da auch. Guck. Und dann erwartet uns das hier. Ach, mit dem Hirn da in der Mitte, ne? Schauen wir mal vor. Nee, hier passiert nichts. Ich dachte, hier kommen noch so ein paar Effekte oder so. Auf jeden Fall gucken wir uns hier die ganzen Geister an. Ja,
Aber ich bin jetzt einfach mal da lang, weil ich dachte, vielleicht ist da noch irgendwas. Vielleicht. So, dann gehen wir nochmal hier runter. Dann, wo haben wir hier lang gegangen? Hier runter. Das ist ja riesengroß hier alles. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Als ich das Bild gesehen habe, dachte ich echt, das wären nur hier so. Das Häuschen da, ne? Das Schlösschen. Die Irrenanstalt. Ja, okay. Also, bin begeistert. Bin wirklich begeistert. Ah, ein Dining Room. Das war mal einer, ha? Da ist noch ein Schild. Kayara und Shinguin. Haha. Ach, dann wäre man von hier da lang gekommen. Okay. Aber hier sind wir ja schon lang. Da sind wir schon lang. Dann haben wir doch, glaube ich, eigentlich nur noch. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Attraktionen. Also, Elevator haben wir. Sensory Overload haben wir auch auf jeden Fall. Lobotomy. Bin mir gerade nicht sicher. Isolation, Electric Shock. Medication, Emergency Exit haben wir auch schon. Medication. Den haben wir nicht. Den haben wir nicht. Machen wir überall mal schließen, dann gucken wir nachher nochmal. Auf jeden Fall ist hier dann die Anmeldung. Aber da sitzt auch keiner mehr. Wow. Das Bild. Verrückt. Verrückt. Ja, ich hoffe mal, dass die Achterbahn ein bisschen länger ist. Aber hier die ganze Kulisse da, für eine Station, das ist doch... Wow. Naja, wollen wir nicht lange warten und hier direkt mal loslegen. Alles grün. Okay. What? Was ist denn hier los? Kriegt man alles so gar nicht mit, wenn man mitfährt. Wir fahren auf jeden Fall nochmal mit. Aber von einer anderen Perspektive. Und jetzt kommen wir wieder zurück in die Station. Das ist ja mal krass. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal mit der da. Und... mal hier direkt. Also, als wir direkt hier raus sind, ich dachte, ich fall vom Glauben ab. Jetzt müssen wir noch warten, bis die andere fertig ist. So, da geht's los. Also, als hier dann auf einmal das Licht anging. Das ist doch verrückt. Ich kann gar nicht nach links und rechts gucken. Egal, wir gehen gleich sowieso nochmal drüber. Das hier, ne?
wenn man so thematisiert, dann achtet man gar nicht so drauf, ob der Streckenverlauf gut ist oder nicht, oder ob die Kurve irgendwie sowas ist. Wenn so eine freistehende Achterbahn ist, ohne irgendwas, dann hat man schon so, hier die Kurve und da die Kurve und da, das hätte man besser machen können. Oder kann man besser machen, sagen wir mal so. Aber da hier so viel Action ist, so viel zu sehen, kann man da gar kein Urteil treffen, ne? Was wir ja auch nicht wollen, aber ja. Also, wie wir dann hier rein sind. Oh, jetzt geht's los. Und dann geht's da oben irgendwie lang. Ich muss mal Licht anmachen. So, da ist die Schiene. Dann geht's da so lang. Dann hier durch die Türen. Ach, die gehen sogar auf. Okay. Dann haben wir hier so einen Tunnel. Diesen Tunnel. Und dann kommen wir hier rein. Ja, wir müssen bedenken, das ist alles in den Berg reingebaut, ne? Das ist so verrückt. Und dann kommen wir hier. Also das hier hat mich echt... Das hier hat mich total geflasht. Das sieht man alles gar nicht, ne? Das sieht man alles nicht. Da fährt die Bahn lang. Dann fährt die wieder weg. Richtig gut. Richtig gut. Dann fährt die hier runter. Oh Gott, jetzt sehe ich nichts. Okay. Dann komme ich hier rein. Dass hier überall so Sachen stehen, ne? Jetzt bin ich schon wieder lost. Dann kommen wir hier wieder raus. Wieder in diese Dorfwelt. Will ich einfach mal sagen. So, ich sehe ein bisschen Schiene. Achso, dann kommen wir wieder da. Okay. Ich bin, glaube ich, verloren. Da müssen wir die Schiene mal anklicken. Da hinten geht's weiter. Hier geht's weiter. So konnte ich jetzt gucken, wo die Bahn lang fährt. Deswegen habe ich es kurz mal angemacht. Wir müssen das ja alles noch so ein bisschen betrachten hier. Ja, das war mal die Achterbahn Medication. Wahnsinn. Wahnsinn. Richtig gut. Wow, was für ein Park. Das ist wirklich ein Park. Und ich habe erst gedacht, das wären nur so 2-3 Fahrgeschäfte oder so in diesem Hotel, Krankenhaus, etc. pp. Anstalt. Wie auch immer, was man auch immer sagen mag, hier zu diesem Conservatory. Also, Conservatory. Was war das? Insulation. Was war das denn für ein Shift? Medication. Dann war hier das Ding da. Insulation. Das war mal das. Okay. Und ich glaube, dann haben wir alles. Wir haben uns alles angeguckt. Hoffentlich alles angeguckt. Wenn nicht, tut es mir natürlich wie immer sehr leid. Und ich meine, man hat es wahrscheinlich anhand des Videos gesehen, wie begeistert ich bin von diesem von diesem Park. Also Hut ab. Das war Lobotomie. Okay. Das war Lobotomie. Ja, mir fehlen die Worte. Was soll ich noch sagen? Ich habe, glaube ich, genug gesagt. Und in dem Sinne, Wahnsinn. Also wir können uns das gerne nochmal hier so angucken.
Und wenn ich jetzt Tag anmache, ich glaube, das bringt es einfach nicht, ne? Aber so sieht es halt am helllichten Tag aus. Mal kurz reingeschaut. Ja, hier sieht man halt nichts, ne? Also, die Atmosphäre kommt halt nicht so rüber, wie wenn jetzt es dunkel ist, natürlich. Aber nur mal, dass man so einen kurzen Blick hat. Wir machen es ja auch mit den anderen Parks, da laufen wir ja tagsüber. Und dann gucken wir uns den, wenn ich es natürlich nicht vergesse, dann gucken wir uns die natürlich auch bei Abendzeit an. Und ja, bei so einem Horrorpark ist es dann halt anders. Ja, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und über ein Like, über ein Abo und einen Kommentar. Da freuen wir uns immer sehr drüber und wenn noch nicht getan natürlich. Und ja, lasst es uns wissen. Ich sag bis zum nächsten Mal und tschüss.